Dach auch, hier ist wieder der Notte Schibulski. Dieses Mal bin ich wieder unterwegs. Und zwar auf Suche nach dem Heiligen Gral. Oh, den haben auch schon so ein paar andere gesucht. Wie Indiana Jones, Monty Python und was weiß ich, wen ich noch alles. In Wolfram von Eschenbachs Parsival heißt es, dass die Gralsburg in den Pyrenäen gelegen habe und Munzalvesche genannt worden sei. Eine germanisierende Umschreibung des katharischen Begriffs Montsalvat. Also der Montségur. Und ratet mal, wo ich jetzt bin. Auf der Gralsburg, der Montségur, der letzten Zuflucht der Katharer, die nach 10 Monaten Belagerung am 1. März 1244 kapitulieren musste. Um über die milden Bedingungen zu beraten, erbaten die knapp 400 Belagerten einen 2-wöchigen Waffenstillstand. Trotzdem willigte niemand ein, dem Katharismus abzuschwören. Und 200 Parfaits wurden am 16. März am Fuße der Burg verbrannt. Es wird vermutet, dass die Waffenruhe nur dazu diente, am 14. März ein rituelles Fest zu begehen, bei dem sich sogar noch 40 Personen zu Parfaits ernennen ließen, also ihr Todesurteil direkt unterschrieben. In der Nacht vor der Verbrennung unternahmen noch 4 Parfaits den waghalsigen Fluchtversuch mit Seilen am steilen Westhang, um, so wird vermutet, den immateriellen Schatz der Katharer in Sicherheit zu bringen. Der wurde zwar für das Fest am 14. März noch benötigt, sollte aber den Belagerern nicht in die Hände fallen. Jo, jetzt da runter mit dem Seil? Ne, lass mal stecken. Ich hab mich ja schon im Ozelot bei 30 Grad den scheiß steilen Hang hier raufgequält. Die Frage ist aber eigentlich, was war jetzt den immateriellen Schatz der Katharer? War das den Gral? Und wenn ja, was ist das überhaupt, der Gral? Nur einen halben Tagesritt von dem Montségur entfernt liegt Rennes-le-Château, wo sich in den Bergen, in der Umgebung, viele Höhlen befinden. Aber hierhin führt auch noch eine ganz andere Spur. 66 nach Christus hat sich Palästina gegen das römische Joch erhoben. Also Volksfront von Judäa, Jüdische Volksfront und wie sie alle so heißen. 4 Jahre später haben die römischen Legionen unter Titus Jerusalem platt gemacht. Der Tempel wurde geplündert und der Inhalt des jüdischen Heiligtums nach Rom geschafft. Darunter waren die 7-armige Leuchter, vielleicht auch die Bundeslade. Und was ist eigentlich mit dem Gral? Im Jahre 410 wurde Rom von den einfallenden Westgoten unter Alarich dem Großen geplündert. Der Geschichtsschreiber Prokop von Caesarea berichtet, dass sich Alarich mit den Schätzen Salomons, des Königs der Hebräer, davon machte. Im 6. Jahrhundert hatte das Bergdorf 30.000 Einwohner und soll vorübergehend die nördliche Hauptstadt der Westgoten gewesen sein. 1891 fand der Gemeindepfarrer Abbé Sunier bei der Restaurierung der Maria Magdalena geweihten Dorfkirche 4 versiegelte Holzzylinder, worin sich unter anderem ein Pergament aus dem Jahre 1244 mit Genealogien befand. Von 1896 bis zu seinem Tod 1917 gab der Abbé mehrere Millionen Francs aus und keiner weiß, woher die Kohle kam. Und über dem Türsturz der Kirche ließ er einmeißeln, Terribilis est locus iste. Dieser Locus ist Scheußl. Nein, Quatsch. Dieser Ort ist schrecklich. Zuerst war der Gral einfach der Gral. In der Artus-Sage wurde der Gral dann als Schale interpretiert. In manchen Überlieferungen gilt er als Schale oder Kelch, aus dem Jesu und seine Jünger beim letzten Abendmahl tranken. In anderen als das Gefäß, in dem Josef von Arimathea Jesu Blut unter dem Kreuz auffing. In anderen Quellen war er beides. Im bekanntesten Gralsepos von Wolfram von Eschenbach ist er ein makellos reiner Stein, der gleichzeitig Füllhorn und Jungbrunnen ist. Früher wurde er übrigens immer als Sangral oder Sangreal zusammengeschrieben. Was, wenn das einfach nur falsch getrennt wurde und gar nicht Sangreal am heißen ist, sondern Sangreal, also königliches Blut.
Und damit kommen wir zur dritten Spur. Laut Bibel war Jesus ein Rabbi. Die waren aber nie unverheiratet. Allgemein wird davon ausgegangen, dass seine Perle Maria Magdalena war. Nach frühkirchlichen Autoren wurde sie, wie auch Lazarus, Josef von Arimathea und mehrere andere auch, mit dem Schiff in die Nähe von Marseille gebracht. Von dort aus soll Josef von Arimathea nach England weitergereist sein, wo er in Glastonbury eine Kirche errichtete. Außerdem soll er dorthin den Gral mitgenommen haben. Aber da habe ich schon nachgeschaut. Da war nichts. Maria Magdalena starb der Überlieferung zufolge in einer Grotte bei Aix-en-Provence, die seitdem Saint-Baume genannt wird. Laut dem Matthäus-Evangelium war Jesus von königlichem Blut. Und wenn er mit Maria Magdalena Kinder hatte, dann ist das königliche Blut immer noch erhalten. In ganz geheimen apokryphen Schriften der Bibel wird prophezeit, dass sich der Gral nur demjenigen offenbart, der eine Gewandung nach Art des Ozelots trägt. Ich gebe euch dann Bescheid. Bis die Tage, euer Notte.